ebenso spät. Ich hatte meine Wohnung verlassen heute Morgen um 11 und bin mit 13 dann nach Regensburg gekommen. Und die letzte hatte Verspätung. Naja, aber ich bin hier und ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Und ich hoffe, dass mein Deutsch ein bisschen verstehbar ist. Und heute Morgen sage ich mehr, aber mit Papier. Ja. Okay. Ich bin auch sehr herzlich froh, dass du gekommen bist, ja, uns hier in diesem katholisch geprägten, ja, noch katholisch geprägten Land zu unterstützen durch dein Kommen. Ja. Herzlichen Dank. Ja. An die Inhörer, ja, meint nicht so mehr. Ja. Ja, besser, weil ich weiß nicht, wie das morgen heute kommen. Man kann es immer sagen, weißt du? Immer. Ja, wie kann man sagen? Morgen Mittag auch. Ja, wenn du das sagen willst, ein bisschen. Morgen Mittag, sorry. Ach so, ja, 10 Stunden zu. Schon wieder 10 Stunden? Ja. Okay. Ja, okay, gut. Okay. Also, ich würde gerne die beiden Frauen noch. Ja, ja, ah, ja, 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 ja. Trotzdem, ich würde schon sagen, wenn Sie das sagen möchten, weil es sind immer noch. Ich würde mal so sagen, es können ja Fragen, also zum humanistischen Kongress, an die Fragen noch gerichtet werden. Wer jetzt noch Fragen hat? Wenn du möchtest, ja? Wer möchte überhaupt mitfahren? Also, ja, wozu? Ist es schon ausverkauft? Habe ich gerade gehört, dass es ausverkauft ist? Es ist ausverkauft. Ja, aber er ist eine, sagt man, Warteliste? Ja. Warteliste, aber ich habe keine Warteliste getroffen. Ja. Habe ich jetzt als Nerven mit Zeit oder was? Und die, ja, Glaube. Habe ich gelesen. Personen außerhalb Englands haben eine etwas größere Chance, ja, als die Engländer selbst. Ja. Die müssen in dem Falle. Zu Hause bleiben. Ja. Ja, gut. Okay. Ja, aber. Dankeschön. Gut. Aber zum Programm? Vielleicht morgen dann in aller Ausführlichkeit. Hast du ein bisschen? Ja. Ja. Auf Deutsch. Auf Deutsch. Ja. Aber. Ja? Ja, wir haben ja alles.